So, meine Lieben, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance und wir reiten auf unserem Pferd hier durch diese schöne Welt. Hier steigt Rauch aus dem Gebäude. Wir folgen unserer Reitertruppe. Wir geben uns auf die Jagd. Hier wäre eine Quest, wie ich gerade gesehen habe. Ach, ist das schön. Das Spiel ist einfach wunderbar. Es gefällt mir sehr. Diese Weitsicht. Der Berg da hinten. Der Wald. Oh, hier ist eine Kühe. Holen wir mal ein bisschen auf. Tag. Langer Ritt, aber endlich haben wir ein Pferd. Endlich können wir schneller Gegenden überbrücken. Wir nähern uns auch langsam unserem Questziel. Und so könnte ich zum Beispiel auch mal jagen gehen und die Felle besorgen. Ich weiß, es gibt andere Spiele auf meinem Kanal, die euch mehr gefallen oder mehr die Leute irgendwie in ihrem Bann ziehen. Trotz allem, auch wenn dieses Spiel hier Kingdom Come bei vielen Leuten gezeigt wird, auf vielen Kanälen läuft, möchte ich natürlich mich bedanken, dass ihr so aktiv dabei seid. Und freue mich und hoffe natürlich auch jedes Mal neue Leute zu erreichen. Komm, wir überholen mal. Da brennt's. Kann es sein, dass es dort ein Feuer gibt? Ja. Oh ja. Ein totes Pferd. Ist auch ein Pferd. Hier sind ein paar Leute. Ja, jetzt geht's wieder anscheinend. So, wir sind in Neuhof angekommen. Ich empfehle jedem Spieler, Kingdom Come im Nachhinein auf einer SSD zu installieren. Habe ich nicht. Und ich spüre es immer wieder. Ich spüre, das ist immer noch nicht safe, leider. Ist immer noch nicht gepatcht. Das ist so der Moment, wo ich zur Teetasse oder Kaffeetasse greife. Einen guten Schluck nehme. Und im Grunde nur darauf warte, dass es weiterspringt. Wo ist dein Herr? In der Koppel. Großer Gott, welche Bestien könnten so etwas tun? Um Himmels Willen. Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte,
Er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes Einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft. Und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Er vertraut uns noch nicht. Oder er sieht in uns immer noch den billigen kleinen Schmied. Sieh dich in der Gegend um. Ich möchte erstmal meine Ausrüstung checken. Soweit sieht das eigentlich recht gut aus. Wir sind etwas überladen. So. Sachen legen wir schon mal ab. Ich eventuell noch ein paar also ich bin überladen, deswegen möchte ich ein paar Gegenstände loswerden. Wo ist mein Pferd? Hat mein Pferd? Ah, ich glaube nicht. Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Warum tut man so etwas? Liegt da in zwei Hälften gehackt wie ein Schwein. Schau ihn dir an. Sag ihm verflucht doch mal, dass ihr euch beeilt habt. Was für ein... Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Warum tut man so etwas? Wie kann man nur so grausam sein? Smil, der Besitzer des Gestüts. Er war ein paar Mal in Scarlets. Seine arme Witwe. Ich könnte sie bestehlen. Ich kann später wiederkommen. Nein, du gehörst zum Hauptmann. Und je schneller du alles erfährst, desto schneller passt ihr diese Barbaren. Ja, wir wollen was wissen. Tut mir leid, dich zu stören, gute Frau, aber könntest du mir vom Überfall erzählen? Smil und ich wurden vom Lärm geweckt. Wir dachten, dass die Pferde ruhelos wären oder irgendein Trunkenbold vom Wirtshaus Krach schlägt. Sprich weiter. Mein Gatte ging nach draußen, um nachzusehen, was los ist. Dann hörte ich nur laute Stimmen und Schreie. Ich war so töricht. Es kam mir zunächst nicht mal in den Sinn, dass Smil etwas zugestoßen sein könnte. Erst am Morgen wurde es mir klar. Hat sie einfach weiter geschlafen? Konntest du sie sehen?
Es gibt da diesen Kerl, einen Hünen, ganz in Schwarz. Hast du ihn gesehen? Nein. Wen könnte ich zum Überfall befragen? Hat irgendjemand etwas gesehen? Rotschopf hat im Stall geschlafen. Vielleicht hat er was gesehen. Soviel ich weiß, ist Mark zuerst aufgewacht. Mit ihm zu reden kann nicht schaden. Mark und Rotschopf. Der alte Stallbursche. Er schlug sich sogar mit denen. Sonst fällt mir niemand ein. Er hat sich geschlagen mit denen. Fragen wir ihn mal. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Zeig mir deinen Arm. Oh je. Das sieht aber nicht gut aus. Mehr hast du dazu nicht zu sagen, du nutzloser Dreckslump? Es gibt da diesen Kerl. Einen schwarz gekleideten Hünen mit einer Stimme so laut wie eine Kirchenglocke. Hast du ihn gesehen? Was glaubst du, wer mich fast umgebracht hat? Also war dieser Mistkerl tatsächlich hier. Kannst du mir helfen? Dir helfen? Wie hast denn du mir geholfen? Und du weißt nicht, warum sie das getan haben? Irgendwas muss bei denen richtig schiefgelaufen sein. Haben nichts mitgenommen. So viele tot. Fluch der Bastarde. So, mal kurz ein bisschen gucken. Das Schloss müssten wir erst knacken. Mhm. Sie haben wirklich nichts mitgenommen. Sie waren auch nicht in der Vorratskammer. Mal schön zumachen. Ach, ich bin barfuß. Sehe ich jetzt erst. Ich bin ja noch lange barfuß, wenn ich hier meine Stiefel, auch wenn sie kaputt sind. Nicht anlege. Oh, wir sind zu überladen. Was machen wir denn am besten? Wir haben alles angelegt. Kann ich uns irgendwie... vielleicht. Haha, wir sind stärker geworden, als wenn das Spiel mich gehört hätte. Okay, er hier, mit ihm habe ich noch nicht geredet. Kann ich auch nicht. Das Pferd haben sie auch niedergemetzelt. Sie war noch in dieser privaten Kammer nicht. Sie haben das nicht betreten hier. Kurz was essen. Ganz hungrig geworden hier schon vom ganzen Inspizieren. Aber so wie es aussieht. Hier oben kommt man dann wieder raus. Ein paar Leute hier suche ich noch. Einen sogenannten Rotschopf. Wie kann man nur so grausam sein? Da hinten geht's auch weiter. Kurz gucken. Dorfbewohner. Dorfbewohner, wo sind denn die Leute, die ich noch befragen kann? Gehen wir hier mal runter. Hier liegt jemand. Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein.
diesen Bluttropfen. Oh, hier scheint es immer noch ein bisschen zu brennen. Oh, hier sind mehrere Leute. Auch hier ist Blut. Eine alte Schmiede. Hunde sind hier. Haben alles umgeworfen. Hier sind Leute. Ach, herrje. Oh, Mann. Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Wie kann man nur so grausam sein? Wie kann man nur so grausam sein? Wie kann man nur so grausam sein? Claire sagt über das Gleiche. Warum mussten sie nicht? Mit dem? Siehst du, was sie getan haben? Tötet sie! Bringt diese Hurensöhne zur Strecke! Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Da ist Rotschopf. Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur Ich weiß nichts. Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein. Hab gar nichts gesehen. Super. Einen brauche ich noch. So, mal mit der Fackel ein bisschen ausleuchten. Vielleicht findet sich irgendein Indiz hier. Selbst die Pferde hier. Er sagt bestimmt wieder das Gleiche. Nee, doch nicht. Selbst diese Pferde hier hinten haben sie noch umgebracht. Das ist wirklich mehr als seltsam. Warum? Was sollte es bringen? Ha. Hallo? Mit dir kann ich nicht reden. Ach, hier. Sauber machen. Ganze Ruß schon. Im Gesicht. Vielleicht kann ich den befragen, der da sitzt. Mark. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe, geh weg! Sieh mal, ich weiß, dass es schwer ist. Ich habe bloß ein paar Fragen. Ich bin auf Herrn Ratzigs Geheiß hier. Herr Ratzig? Ja. Was willst du wissen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie sie getötet? Haben sie etwas gestohlen? Nein. Das ist so seltsam. Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander.
Die Tiere sind verreckt, die Ställe haben gebrannt und überall diese Dämonen. Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das Weite gesucht hatten? Nein, die müssen sie gleich angezündet haben. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, Mark hat mir helfen können. Gen Norden, okay. Dann laufen wir dorthin. Hopp. Vorsichtig. Aha. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Moment. Bevor ich da jetzt weiterlaufe, gucke ich mal, ob vielleicht irgendeiner der Soldaten mit kann. Dass ich nicht ganz alleine kämpfe. Falls ich kämpfen muss, ich weiß es ja nicht, was folgen wird. Die Banditen müssen in den Wald geflohen sein. Was macht dich so sicher? Den Aussagen der Stallburschen nach zu urteilen, macht es Sinn. Du verlässt dich auf das Wort dieser Feiglinge? Sie mögen Angst haben, aber sie wissen, was sie sahen. Ich gebe dir Roda mit, falls du zufällig recht hast. Da hatte ich ja recht. Roda! Zu Befehl, Hauptmann. Du wirst Heinrich hier begleiten und die Wälder im Norden durchforsten. Aber Hauptmann... Sofort! Und los. Ruder. Dann Ruder, komm mal mit mir mit. Ist da vorne auch ein Soldat von uns? So aus. Verfluchter Rücken. Sie ging tiefer hinein, ganz bestimmt. Sollen wir eine Lichtung erforschen? T.
tief hinein in den Wald. Oh, wir haben auch schon eine etwas andere Musik jetzt. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, aber jetzt halt den Mund. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Du bist geliebt. Au. Versuche ich mal was. Nimm das. Ah, kämpf doch gegen ihn. Die Stiefel sind definitiv... Scheiße. Eile umgehend zu Hauptmann Bernhard und berichte, was du gesehen hast. Ich halte hier so lange die Stellung. Gleich. Kurz auch mal schauen, ob ich ihn hier ein bisschen plündern kann. Die Groschen nehme ich ihm auf jeden Fall ab. Gepolsterte Bunthaube. Kann ich das vergleichen? Kann ich nämlich diese kaputten Stiefel. Die haben aber noch Wert. Ich lasse die mal. Ich verreck hier. Verflucht. Keiner kann mir. Schnell zum Hauptmann. Wo warst du? Wir haben einen der Saubande tot im Wald gefunden. Die anderen sind bestimmt über alle Berge. Wo genau ist er? Etwas nördlich von Neuhof im Wald. Du kannst es nicht verfehlen. Hast du was erfahren? Nein, er war bereits tot. Geh und sieh ihn dir an, wenn es dir beliebt. Einer meiner Männer hält dort noch Wache. Ja, den haben wir ja auch erschlagen. Danke. Das werde ich mir ansehen. Hä? Hä? Das erklär mir jetzt mal einer. Wie verwirrend. Ach, er ist jetzt auch tot. Sieh an, ein Hufkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Jagdstiefel, neue Jagdstiefel, die nehme ich mit. Ich nehme die neuen Handschuhe mit. Das lege ich mir auf jeden Fall an. Den Aufguss nehmen wir auch mit. So. Rüstung. Thank you.
Finde den Besitzer des Hufkratzers. Okay, und wieder los. Und dem Pfad zurück. Ach, die Stimmung ist echt cool. Teilweise auch gruselig. So, und jetzt frage ich mal den Rotschopf. Er kann ja auch irgendwie mal nützlich sein, oder? Der stand letztes Mal noch hier. Warum soll er hier auch noch stehen? Das wäre ja Quatsch. Wächter. Na gut, dann als erstes der, der mir schon so gut geholfen hat. Mark. Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Jakob war oben in der Burg. Also Burg, ich meine im Anwesen, im Herrenanwesen. Und wisst ihr was? Das Gespräch und so wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge bei Kingdom Come Deliverance, wenn wir Rotschopf auf die Schliche kommen. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Come Deliverance und mir, Zigro. Ciao.